So, hallo meine Lieben, ich begrüße euch natürlich ganz, ganz herzlich. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Ja, ich möchte natürlich jetzt mal für euch in den April reingucken, was da so bei euch los ist, was ich euch mitteilen soll, wie es bei euch aussieht. Ich habe mir schon einige Kartendecks hier rausgesucht, die ich auf jeden Fall wieder mit reinnehme. Das sind die üblichen Verdächtigen, die nehme ich ja immer mit rein, so als Gesamtüberblick. Die Botschaften, die ziehe ich auch gleich alle vor für euch. Ja, alle Neuen unter euch begrüße ich natürlich auch ganz, ganz herzlich. Abonniert den Kanal, vergesst nicht, das kleine Glöckchen zu drücken, damit ihr über neue Videos auch informiert werdet. Kanal ist für euch völlig kostenlos. Ihr könnt aber auch, wenn ihr spezielle Fragen habt, ein Problem zu bearbeiten habt, mich gerne über meine Webseite kontaktieren. Ihr könnt Legungen buchen. Wird auch sehr rege genutzt von euch. Ich habe jetzt soweit alle wieder abgearbeitet. Momentan, ich weiß gar nicht, ich müsste mal gucken, wie lange das Angebot 10 Minuten 10 Euro noch läuft. Es ist auch gut angenommen worden von euch. Irgendwann endet das aber, glaube ich. Ich glaube, jetzt zum Ende des Monats endet das, glaube ich. Also, wenn ihr da noch Bedarf habt, dann bucht das noch. Was wollte ich noch sagen? Ja, Krafttiere habe ich. Ich habe diesmal mir überlegt, Seelenorakel ist dabei, schamanische Traumorakel nehme ich natürlich mit rein. Die Energy Cards nehme ich mit rein. Weisheitskarten der Seele und ein Krafttier für euch. Die Legung selber werde ich gucken mit Lenormand, Sans Souci und mit den Secret Cards. Die Akasha Chronik nehme ich natürlich für euch auch eine Karte mit rein. Das hier fassen wir aber auch gleich als Gesamtbotschaft, sage ich mal, für euch, oder fasse ich dann für euch zusammen. Für jedes Sternzeichen ziehe ich das immer extra. Ich mache das meistens im Vorwege, weil dann sonst würden praktisch die Videos für euch, sage ich mal, auch viel zu lange dauern. Deswegen will ich mich jetzt auch gar nicht so lange damit aufhalten. Wir starten gleich als erstes mit dem Horoskopteil. Und ja, wo ich euch noch ein paar wichtige Daten erzähle, was praktisch im April für euch los ist, ob da kritische oder hektische Phasen irgendwie gibt oder schöne Phasen gibt. In Liebe, Finanzen, Beruf, Gesundheit, alles was damit zu tun hat, für diejenigen auch eben, wie gesagt, die es noch nicht kennen, mache ich das eigentlich immer mit. Ich habe da ein spezielles, ich bin keine Astrologin oder so, sondern ich beziehe meine Information von der Antonia Lansdorf. Da habe ich mir das Buch bestellt, das hatte ich letztes Jahr jetzt auch schon gemacht, und wo jedes einzelne Sternzeichen ja relativ ausführlich von erklärt ist, könnt ihr natürlich auch beziehen. Sie hat auch eine eigene Webseite bzw. auch einen YouTube-Kanal, weil da könnt ihr gerne vorbeigucken. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Ich gucke da auch im Zwischendurch rein, wie gesagt, weil ich keine Astrologin bin. Ich kenne mich ansonsten soweit ganz gut mit den Sternzeichen aus. Aber wie gesagt, man kann ja auch und will, ich will ja auch nicht alles machen. Das überlasse ich dann anderen, das Feld. Und ja, das einmal dazu. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch viel Spaß bei euren Sternzeichen. Schaut auch nochmal euren Aszendenten an, auch sehr, sehr wichtig. Und oder Mondzeichen, ne? Venus, alles was für euch vielleicht wichtig erscheint, schaut da sonst gerne noch mal mit rein. Und ja, und ansonsten sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich, meine Lieben. So, meine lieben Widder, wir gucken als erstes bei euch mal in den Horoskopteil. Schön, dass ihr mit dabei seid. Habe ich ja eben auch gesagt, wir legen jetzt mit eurem, sag ich mal, Horoskopteil los, was den April angeht, ob es da was Erwähnenswertes gibt. Bei Liebe und Beziehung gucke ich jetzt mal eben. Wir haben noch anhaltend, hatten wir jetzt im März, aber seit 6. März, sag ich mal, noch bis zum 5. April durchatmen. Nach drei eher schwierigen Monaten kommt jetzt eine unbeschwerte Beziehungszeit, in der ihr in Freundschaften wie auch in der Liebe offen und vertrauensvoll miteinander umgehen könnt. Ihr erlebt verlässlichen Zusammenhalt und Singles. Nun auch kann aus Freundschaft eben auch Liebe werden, oder ihr lernt interessante Flirts oder auch Bekannte kennen, über Bekannte kennen. Die Phase ist eben auch günstig für Internet- und App-Dating. Da geht es dann weiter nachher im Mai, da komme ich aber dann zu. Karriere und Finanzen, haben wir da was bei euch? Nö,
Das kommt auch erst zum späteren Zeitpunkt. Und Gesundheit und Vitalität. Ja, wir haben praktisch vom 25. März, sag ich mal, bis zum 1. April auch noch eine schöne Phase, Hochsaison für soziale Kontakte in entspannter Phase, die eure Kräfte stärkt und Verkrampfungen und Muskelbeschwerden oder Muskelschmerzen abbaut. Ihr seid für erfrischende Ideen zu haben, die euch zu Höhenflügen anstiften. Kosmischer Tipp: beim Frühjahrsputz könnt ihr gleich alle ausgediente Wäsche oder auch Ungesundes aus der Vorratskammer entfernen. Ihr denkt schon länger ja an ein allergikerfreundliches Kissen. Na, dann los. Also das ist jetzt noch bis zum 1. April. Danach habe ich hier weiter nichts mehr. Ja, gut. Das erstmal einmal dazu. Und direkt hier im Anschluss geht es dann gleich mit eurer Legung weiter. Bis gleich. So, hallo meine lieben Widder. So, dann legen wir gleich mal für euch los. Ich habe eure Karten, um die es nächsten Monat für diejenigen unter euch, sag ich mal, natürlich geht. Denkt bitte daran, dass es eine allgemeine Legung ist, natürlich nicht auf jeden zutreffen wird. Wenn es euch wirklich nichts mit euch zu tun haben kann, sollte, sag ich mal, guckt bitte euren Aszendenten nochmal an. Ich versuche vom Allgemeinen, sag ich mal, spricht es eigentlich schon die meisten der Sternzeichen an. Deswegen lege ich ja speziell auf diese Sternzeichen und befrage ja das Universum, was es euch mitteilen müsste. Aber wie gesagt, wenn es euch wirklich nicht betreffen sollte, lasst es weiterziehen, dann war es auch nicht für euch bestimmt. Guckt bitte nochmal euren Aszendenten an. Auch das kann manchmal von Monat zu Monat auch unterschiedlich sein. Mal ist das eigene Sternzeichen, mal kommt ein bisschen mehr der Aszendent, der Deszendent durch. Das ist bei jedem so ein bisschen unterschiedlich. So, ich gucke jetzt mal im Allgemeinen, was hier gefallen ist für euch und worum es hier im Allgemeinen geht. Ich fasse das jetzt mal alles ein bisschen zusammen hier. Aha, okay, ja. Also, was ich hier sehen kann, ist, dass es hier darum geht, von der Akasha-Chronik, das sind gesunde Grenzen, sind hier gefallen. Du sollst dein Herz nicht verschließen. Hier geht es darum, sag ich mal, das Gleichgewicht wiederherzustellen. Es geht hier um Unabhängigkeit, es geht hier um Unentschlossenheit, dass ihr mehrere Möglichkeiten habt, dieses Gleichgewicht, glaube ich, auch wieder herzustellen. Wir haben hier Yin und Yang, ne? Ja, Dinge abzuschließen, Innenschau zu betreiben, ist auch manchmal Yin und Yang, sich beide Seiten anzugucken, hat natürlich was mit Nachdenklichkeit zu tun. Aber ich sehe es hier so, dass es darum geht, gerade der Mond, sag ich mal, sagt eigentlich hier, ja, dass man in seinen Lebenssituationen, je nachdem, wo jetzt ihr gerade drin steckt, ich muss mir den, glaube ich, mal so ein bisschen drehen hier, weil so sieht man es, glaube ich, besser, ne? Ja. Ja, dieses, wie gesagt, ein Gleichgewicht wiederherzustellen. Ihr sollt praktisch in die Verbundenheit und in die Kommunikation zurückkehren. Wir haben hier noch das Schwert des Magiers, sag ich mal, und auf seine eigenen Zauber zu vertreiben. Das, ja, ich versuche mal, wie soll ich das erklären? Alte Denkweisen, Überzeugungen loszulassen oder was ihr bis jetzt getraut habt. Es geht hier, glaube ich, darum, neue Wege eben auch zu gehen, neue Einsichten zu bekommen. Vielleicht hat euch der Weg, oder so kommt es mir jetzt auf rein, den ihr bis jetzt gegangen seid, diejenigen unter euch, ja, manchmal einfach in die Irre geführt oder ihr bewegt euch dann eben immer wieder im Kreis. Und dieses Schwert hier, sag ich mal, das soll auch nicht als Waffe jetzt gesehen werden, sondern als Werkzeug, dieses praktisch weise einzusetzen, eben auch zum Wohle der Allgemeinheit, also nicht nur für euch. Ich glaube, hier geht es darum, ja, wieder zu euch zurückzukehren. Vielleicht wart ihr da irgendwie auf Abwägen. Vor allen Dingen diese gesunden Grenzen zu setzen. Ich habe hier als Krafttier haben wir hier den Phönix, die Auferstehung, die Wandlung. Auch hier haben wir
Naja, das ist für mich auch eine Transformation. Ne? Am Ende des Tunnels ist Licht, ein alter Zyklus ist, vollendet sich jetzt praktisch. Vertraue auf die Kraft und auf die Erneuerung, dich hier wieder unabhängiger zu machen. Auf deinen Instinkt auch, wie soll ich das sagen, zu vertrauen. Ne? Dieses bestimmte Sachen hinter sich zu lassen. Hier nochmal wirklich Innenschau zu betreiben. Ne? Ihr habt hier verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt jetzt nicht hier nur einen Weg, sondern ihr habt verschiedene Möglichkeiten. Aber sich dieses Für und Wider, was habe ich bis jetzt gemacht, wo, ne? Also so eine Rückschau zu betreiben. Ich drücke das mal so aus. Der Mond, sag ich mal, spricht ja immer oder redet ja immer von Gefühlen, ne? Von Verbundenheit mit anderen, von er geht auf, sag ich mal, tagsüber ist die Sonne da, abends der Mond, es gibt diesen Mondzyklus und also darum geht es hier nächsten Monat. In irgendeiner Art und Weise hier wird, glaube ich, etwas ändern oder ihr werdet hier etwas ändern, ihr kommt hier zu Einsichten. Und der Hinweis vom Universum ist eben hier wirklich gesunde Grenzen einfach zu setzen. Du sollst praktisch dich selber damit auch schützen. Also nicht immer zu jedem Ja und Amen sagen, sag ich mal, sondern wirklich auch mal dieses Nein sagen lernen. Oh Gott, das prasselt schon wieder alles auf mich ein. Ich muss so ein bisschen... Ich glaube, das geht euch auch so. Es prasselt so viel auf euch ein und dabei vergesst ihr oftmals euch selber, weil das einfach zu viel ist. Und dann überspannt ihr den Bogen, weil euch das nachher dann alles zu viel wird. Und hier geht es darum, wieder, sag ich mal, in eure Mitte zu kommen. Die Möglichkeiten habt ihr und ihr habt hier auch verschiedene Möglichkeiten, wie ihr das bewerkstelligen könnt. Aber ihr sollt in eure Unabhängigkeit wieder zurückkommen. Diese Wandlung steht jetzt definitiv an und dafür ist es wichtig, gesunde Grenzen zu setzen, um das jetzt mal zusammenzupacken. Sehr interessant. So, ich ziehe jetzt mal gucken, was fällt für den Widder. Aus diesen drei Stapeln werde ich jetzt einmal durchmischen und gucken, was so rauskommt für euch. Für den Widder. April. April 22. Worum geht es für die Widder? Was soll ich mitteilen? So. Ich ziehe die Karten jetzt erstmal, dann gucke ich gleich mal. Liebe Sanssouci Cards für den Widder, bitte. Für den Lilie ist hier gefallen. Da bitte noch eine Ergänzung zu für den Ring, für den Herr und für den Bär. Zur Erklärung komme ich gleich. Für den Widder. Ja. Das bestätigt mich, aber ich mische jetzt noch einmal durch. Soll da jetzt noch für den Widder etwas fallen? Ja, okay. Ja, hier haben wir auch wieder die Waage. Ja, okay. Das bestätigt mich dafür. Und dann ziehe ich mir jetzt von den Sanssouci Cards bitte für den Widder. Auch noch einmal bitte Zusatzbotschaften. Für den Widder. Okay. So, schauen wir mal. Verschaffen wir mal eben kurz einen Überblick hier. Also hier geht es auf der einen Seite um Beziehungen beziehungsweise um vertragliche Dinge oder Sachen, die sich immer wiederholen. Es geht hier um euch selber. Es kann hier in der Beziehung aber auch um den Herrn, um
euren Mann, eure Beziehung, jemanden, den ihr kennengelernt habt, gehen. Wir haben hier die Lilien ganz am Anfang. Das steht für Harmonie, Harmoniebedürfnis. Hier geht es auch um Kraft und Stärke. Vielleicht wird das wichtig für euch. Der Ring, sag ich mal, ja, wie gesagt, Beziehungen oder ihr lernt jemanden kennen. Hier geht es dann darum, sag ich mal, sich unabhängig zu verhalten, hier gesunde Grenzen zu setzen. Lasst nicht alles mit euch machen. So kommt es mir jetzt hier rein. Wenn es hier nicht um eine Beziehung geht, geht es um hier vielleicht vertragliche Sachen hin und her. Ich gucke jetzt mal hier weiter. Wir haben aber hier auch die Schaukel-On-Off-Beziehung. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Hier soll ein Kreislauf durchbrochen werden. Ihr müsst hier den Absprung schaffen, sag ich mal, hier ja eure gesunden Grenzen zu setzen, euch hier wieder unabhängig, euch nicht beeinflussen zu lassen. So bekomme ich das hier rein. Wir haben hier den Turm des Aufstiegs. Das ist eine Erfolgswelle. Das heißt, da werdet ihr auch Erfolg haben, euch hier unabhängig zu machen. In dem Sinne. Hier geht es darum, Trost zu finden. Eventuell auch spirituell sich da Hilfe zu holen, in die Kirche zu gehen. Einfach mal einen Ort aufsuchen, wo ihr in Ruhe darüber nachdenken könnt. Komme ich so rein. Wir haben hier die Waage. Die Waage, die weiß, also dieses Gleichgewicht wiederherzustellen, ne? Kompromisse zu finden. Und wir haben hier noch das Roulette, sag ich mal. Es kann sogar sein, dass ihr dabei, sag ich mal, ein Risiko eingeht, aber oder das Gefühl habt, ihr geht ein Risiko ein, dass ihr das Glück herausfordert. Vielleicht wirklich, wenn ihr jemand Neues kennengelernt habt, aber manchmal lernt man jemanden kennen und findet ihn auch unwahrscheinlich interessant. Hat aber trotzdem gleichzeitig irgendwie, ja, fühlt man sich so ein bisschen unter Druck gesetzt oder sagt, man traut der Geschichte nicht so. Ja, vom Gefühlsmäßigen her. Und der Mond hier spricht ja auch von Gefühlen, ne? Ich glaube, dass ihr auch erstmal wieder zu euch selber finden müsst. Also es kann hier durchaus sein, dass es hier um irgendwelche Beziehungen geht oder Herzensangelegenheiten, drücken wir es jetzt mal so aus, die für euch wichtig sind. Wir haben hier Herzheilung, Herzöffnung, darum geht es hier auch, das sollt ihr auch machen, hier den klaren Durchblick wieder zu kriegen. Es wartet hier jemand auf dich, sag ich mal, eine unberührte Seele, reines Herzens, der oder die dich auch liebt, aber dafür ist es auch wichtig, dass ihr Grenzen setzt oder ihr seid in einer Beziehung und habt jemand Neues kennengelernt. Auch das kann dieses Problem hier hervorrufen, die Kraft und die Stärke. Es kann auch sein, dass das jemand ist, eine Autoritätsperson, mit dem ihr zu tun habt oder dann zu tun haben werdet. Keine Naivität bitte, Vorsicht vor Fremden oder sich mit irgendetwas von anderen, sag ich mal, überreden lassen. Das sollt ihr bitte ignorieren. Ihr seid da sehr leicht zu verschrecken. Also es ist, wie soll man das sagen, ihr müsst erstmal Vertrauen fassen. Deswegen ist es auch so wichtig, hier wirklich zu euch zurückzufinden. So bekomme ich das hier rein. Macht euch keine Sorgen. Das kriegt ihr definitiv hin. Das soll ich euch auch nochmal sagen. Hier steht nun der schwarze Rabe, das ist nichts Schlimmes. Also ein Verstorbener nimmt Kontakt auf, Vorwarnung, die falsche Entscheidung zu treffen. Deswegen sollt ihr euch hier nicht von anderen beeinflussen lassen, sondern ihr sollt nach euren Gefühlen, ihr sollt eurer Intuition verfolgen. Vielleicht habt ihr bis jetzt, wie gesagt, alte Vorstellungen oder irgendetwas gehabt, von dem ihr euch jetzt habt leiten lassen. Und es geht jetzt hier drauf, diese Überzeugung, sag ich mal, auf den Prüfstand zu stellen, um ja neue Einsichten auch zu bekommen, weil die Auferstehung ist hier, die Wandlung. Ihr wandelt, irgendetwas in eurem Leben wandelt sich. Das können Überzeugungen sein, das kann Lebenseinstellung sein, das kann sein, dass ihr jemand Neues kennengelernt habt oder kennenlernt, der bestimmte Sachen einfach über Bord schmeißt, obwohl ihr vielleicht schon in einer Beziehung momentan noch drinne seid, aber da ja nicht mehr glücklich seid, ja, was ihr aber eigentlich nie wolltet, ne? Also es geht hier um grundlegende Sachen, hier eine Entscheidung auch zu treffen
Und ihr sollt sie aber auch für euch alleine treffen. Das heißt, lasst euch hier bitte nicht beeindrucken. Wir haben hier auch den Strohballen. Auch der sagt mir, wichtige Probleme jetzt eben auch angehen und sich nicht mit Kleinigkeiten oder auch Belanglosigkeiten aufhalten. Eine erlebnis- und inhaltslose Lebensfarbe, so um eine zustehende Belohnung gebracht werden. Jemand nimmt hier eine Schuld auf sich. Oder jemand anderes, sag ich mal, von etwas abhalten, sich einer Person in den Weg stellen und für das Richtige ein Opfer bringen. Der Zweck heiligt die Mittel, sagt ja im Grunde genommen auch alles. Eine Zufallsbegegnung, ja, hier steht durch ein Tier oder eben sich auch ein Tier anschaffen, mehr raus unter Leute gehen, Sozialphobie überwinden, das heißt auch hier neuen Freundeskreis aufbringen, auch hier neue Wege zu gehen, hat glaube ich auch mit dieser Unabhängigkeit was zu tun. Diese Suchtbefreiung, Entgiftung, ja, Fasten, vegetarisch leben, das Gegengift, also das heißt für mich auch hier in der Liebe alles auf eine Karte setzen, seine Liebe einer anderen Person schenken, eine große Liebe nicht erkennen. Ich glaube, das könnt ihr nur, wenn ihr, wie gesagt, hier wirklich gesunde Grenzen schätzt. Und ich glaube, dass das nächste Woche für diejenigen unter euch die Aufgabe ist, hier wieder dieses Gleichgewicht einfach herzustellen. Sich das genau anzugucken, was ist dir wirklich wichtig, wenn es hier um eine Beziehung geht, ja, die mal auf den Prüfstand zu stellen. Passt das alles noch? Passt es nicht? Lasse ich mich durch andere vielleicht quatschen? Erliege ich praktisch noch alten Vorstellungen und Überzeugungen, die für mich aber eigentlich gar nicht mehr stimmig sind, sich dann, sag ich mal, hier ein bisschen zurückzuziehen oder einen Ort aufzusuchen, wo ich in Ruhe darüber nachdenken kann. Vielleicht geht es hier wirklich, dass ihr jemand Neues kennengelernt habt, auf jeden Fall, dass da Gefühle sind. Ob daraus eine Beziehung wird, ist noch eine andere Geschichte. Das hängt von vielen Faktoren ab. Und hier heißt es, sage ich mal, Weisheit und Gleichberechtigung, Kompromisse einzugehen. Ihr werdet das hinkriegen. Also der Turm des Aufstiegs sagt mir das auch. Aber dieses On-Off, gute Zeiten, schlechte Zeiten, ja, ich glaube, hier geht es wirklich darum, einen Kreislauf zu durchbrechen, den ihr aber auch schon... Ja, diese ganze Geschichte schiebt ihr schon länger vor euch her. Die wolltet ihr bis jetzt nicht angehen. Und ich glaube jetzt durch einen Zufall, entweder ihr lernt jemanden kennen, habt schon jemanden kennengelernt, werdet mit der Nase drauf gestoßen oder ihr sagt selber zu euch, so geht es nicht weiter, ich muss mir jetzt hier erstmal Tabula Rasa machen, ich muss mir jetzt hier erstmal einen Überblick verschaffen. So kommt mir das hier rein. Ja, macht euch wieder unabhängig, hört auf eure eigene Intuition, auf eure eigene Stimme, lasst euch da nicht bequatschen. Diese Dings habe ich hier zweimal, drei Warnungen hier sogar drinne. Ihr macht euch grundlos Sorgen, wenn ihr, ja, dieses, ein Risiko, vielleicht habt ihr auch das Gefühl, dass ihr ein Risiko eingeht, ne? So eine 50-50 Chance, das hinzubekommen. Es hängt sehr viel von euren Gedanken und Überzeugungen ab, meine Lieben. Also das ist das, was ich euch nochmal sagen soll. Hier geht es um Herzheilung, Herzöffnung. Und jemand wartet da auf dich, aber dazu musst du dein Herz erstmal heilen, beziehungsweise dieses Gleichgewicht wiederherzustellen. Ne? Auf den eigenen Zauber vertrauen. Auf euch selber. Und wie gesagt, hier geht es bei dem Schwert nicht darum, dieses als Waffe zu sehen, sondern eben auch als Werkzeug zu sehen. Hier zu sagen, so, Grenzen setzen. Bis hierhin und nicht weiter. Jetzt muss ich erstmal über das nachdenken, was will ich eigentlich wirklich? Ja, das bekomme ich auch gefühlsmäßig so rein. Für diejenigen unter euch, die, wie gesagt, entweder geht es hier um eine Beziehung. Und hier geht es auch wirklich um Ruhe, um Frieden, um Harmonie, die wiederhergestellt werden muss, die aber mit dieser Beziehung zu tun haben. Entweder geht es um diesen Mann in eurer Beziehung, Frau, ich nehme das jetzt mal stellvertretend, ist ja geschlechterunabhängig,
Und hier geht es um Kraft und Stärke, beziehungsweise um eine Autoritätsperson, die ihr entweder euch dann hilft, für euch da ist, euch einen Ratschlag gibt oder ihr euch da einen Rat holt. Also, und das wird euch bei dieser Findung unterstützen. Das bekomme ich auch noch rein. Ja. Genau. Kriege ich noch irgendwelche Informationen? Also es ist jetzt Zeit. Ich glaube auch jetzt in dem Moment, ihr werdet da auch hingeführt. Entweder ihr kommt davon alleine drauf oder ihr werdet mit der Nase drauf gestoßen von jemandem. Das kann auch von dieser Person hier sein. In eurem Leben mal genauer hinzugucken oder das Universum sagt, so, ihr habt das bis jetzt richtig schön ignoriert. Jetzt machen wir mal Tabula Rasa. Leider ist es manchmal so. Und dann muss man sich damit auseinandersetzen. Ihr sollt euch aber auch damit auseinandersetzen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was ich sternemäßig bei euch vorgelesen habe, aber das mache ich ja sowieso mal ein bisschen unabhängig. Und manchmal, sag ich mal, passt das auch ein bisschen zusammen. Also lasst euch nicht bequatschen. Seid in einer ganz bestimmten Angelegenheit nicht naiv, nicht zu naiv. Das ist etwas Feines. Das kleine Elfenmädchen ist so ein zartes Gemüt, sich leicht verschrecken lassen, schwer Vertrauen zu fassen. Man gibt schnell auf, ne? Zieht sich zurück. Auf der anderen Seite sind es aber auch grundlose Sorgen, die ihr euch macht. Sich irren, vielleicht von einer falschen Annahme ausgehen, ne? Auch hier geht es um Anerkennung und Erfolg. Ihr werdet mit irgendeiner Sache dann, ihr werdet da entweder hinterkommen oder diese Einsichten von alleine kriegen. Ja, wie gesagt, wenn, dann wiederhole ich mich jetzt hier. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, würde mich jetzt mal interessieren. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch natürlich da viel Erfolg. Ich sehe das ja, dass ihr hier Erfolg habt, ne? Also wie gesagt, wenn ihr bestimmte Vorzeichen achtet, aufpasst, werdet ihr dieses Gegengift finden hier, um euren Weg hier zu finden, ne? Also die Gerechtigkeit, Gleichberechtigung, nicht nur zum eurem Wohle, sondern für die Allgemeinheit hier, sag ich mal, gesunde Grenzen wiederherzustellen. So drücke ich das jetzt mal aus. Meine Lieben, viel Erfolg dabei und wir sehen uns bald wieder. Bis dann, eure Prinzessin der Kelche.